Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Ja, da stehen sie, unsere ganzen Siedler. Und es könnte auffallen, dass die meisten, naja, ich sag mal so, eher weniger gut bekleidet sind. Und hat es Sommerkleidung gut, das ist doch schön. Ein Trader. Jetzt schon was gemacht hat. Wir müssen schauen, dass wir mehr Kleidung haben. Mein gut, jetzt im Herbst, da wird es eher Richtung Winterkleidung gehen. Auch mal etwas schneller. Genau, also das ist das heutige Ziel. Dafür haben wir genau Edeltrader. Ich glaube, der Name wird eine ganze Weile falsch ausgesprochen. Die hat jetzt schon erstmal die 1 bei Schneidern, weil sonst wird es eh nie fertig. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nicht genug Leinen beispielsweise da 20, da 79. Theoretisch müssten wir genug haben. Material, Textilien. 285, das ist jede Menge. Muss nur verarbeitet werden. So. Und dann haben wir hier, sehe ich gerade, in der Forschung haben wir die ganze Zeit gehabt, das ist richtig. Wollen wir schmelzen? Ja gut, Verteidigung nicht zwingend. Steinziege, Wir schmelzen mal. Es ist jetzt nichts Wichtiges. Also nichts dringend Wichtiges. Aber was man hat, hat man. Genau, baut den mal in aller Ruhe. Wir haben jetzt. Ah. Man sieht es ja hier auch lustigerweise. Jetzt aber. Edeltrader steht da, macht Kleidung. In dem Fall Winterkleidung, ja. Aber das nur in. Ich sag mal Unterhosen, ne? Also, so, wir machen das gleich mal hier so. Dass wir denen jetzt schon sagen, zieht Winterkleidung an. Mehr als warm kann es ihm dann nicht sein. Und so schnell ist das, Edeltrader ist dann auch angezogen. Das heißt, wir haben. Wow. Auto ausrüsten, das heißt, 4 Leute schon mal mit Kleidung. Gegenstand. Wir haben zumindest noch zweimal rumliegen. Bedeutet, wird theoretisch noch einmal. Naja, passt einmal. Bringt der breite Hut eigentlich was? Schon wieder Forschung. Na, aber. Jetzt sind. Ne, der ist noch nicht fertig. Genau. Ein Jahr, ein schönes Kleid, was er da gemacht hat. Kann man nicht meckern, ne? Gut.
Das heißt eigentlich einmal noch. Babata müsste sich noch anziehen. Aber die hat zum Glück jetzt gerade hier zu tun. Ja, das dauert ein ganzes Stück. Übrigens, liebe Siedler, das war, naja, ganz clever hier so viel Zweige hinzulegen. Ihr seid total klug. So, wer ist denn jetzt verärgert? Theobald. Verzweifelt durstig. Ich habe auch keinen Alkohol. Das kommt später erst. Nee, nicht später, sondern jetzt. Muss dann schon passieren, damit die was zu trinken haben. Na gut. Gut, das mit dem Bauen, das dauert jetzt eine ganze Weile, das ist klar. Naja. Weil die haben ja. Das ist zwar jetzt was anderes hier, was zähmt der? Ein Iltis. Genau, Babata, die eigentlich friert natürlich jetzt. Die braucht sich nur mal was anziehen. Die rennt 20 Uhr los und zähmt noch ein Tier. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich genug Kleidung. Eigentlich liegt da wirklich genug da. Sommerkleidung. Und einmal Winterkleidung. Also Babata. Genau. Die ist jetzt schon beim Auto ausrüsten. Das heißt, das wird jetzt auch. Dann haben die schon mal was zum Anziehen. Und dementsprechend können die zumindest nicht mehr sagen, mir ist kalt. Warum ist der Theobald so verärgert? Hatte die Chance jetzt, ne? Beten zu gehen. Hat er nicht gemacht. Wir machen das jetzt mal ganz einfach. Wir sagen morgens und abends etwas Freizeit. So, dass die nicht arbeiten müssen. Ach komm, und mittags auch noch. Theobald. Ja, ihr braucht Komfort, das ist mir klar. Ich meine, es gibt eine Lösung dafür. Ist sogar relativ simpel. Bau, 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 bau. Henry. Mach das mal kaputt.
Ja, ich weiß, da fehlt ein Bett. Henry. Bau mal das Bett. Na, was fehlt jetzt noch? Aber ganz ehrlich, mit ein bisschen Kleidung, ne? Sieht das Ganze jetzt auch etwas sinnvoller aus hier? Wo will der jetzt hin? Hier, liebste Siedler. Leopold, kriegst du das hin? Wir haben wirklich nur Henry, der diese Betten bauen kann? Das ist natürlich... Theobald Winthrop. Und ja, fair finde ich es nicht, aber so hält er wenigstens die Klappe. Gut, Barren haben wir noch keine. Aber wir können ja was auseinandernehmen. Genau, so. Wollen wir mal schauen. Okay, wir haben Sommerkleidung, Sommerkleidung. Wir haben viel zu wenig Sommerkleidung. So, gut. Und die macht jetzt auch erstmal Winterkleidung, ist auch gut so. Weil als nächstes kommt ja der Winter. So. Ja, und nun schauen wir mal, was... die guten Herren Jonathan und Henry hier schon zusammengebastelt haben. Weder die Weide noch den Stall noch den Heuschuppen noch hier irgendwas. Also das dauert noch ein Stück. Aber die nutzen zumindest den Weg. Und man hat hier schon die ersten Laufspuren. Das ist natürlich ganz gut. Macht die jetzt? Aha. Gut, der Heuschuppen scheint dann wohl demnächst fertig zu werden. Zack, und na los nochmal. Ja, schon ist er fertig und perfekt. Gut, da haben wir das. Der Stall wird auch fertig. Das heißt, wir müssen uns mal um Tiere kümmern. Kommen wir auch hin. Wir haben ja... jo, viel Nahrung, hätte ich beinahe gesagt. Den Weg doch extra angebaut, damit ich das... Da ist das. Ich finde das nicht. Wir haben es können. 32 Nahrung. Naja, ja, man kann was herstellen. Ressourcen 20, mach mal.
Bisschen fermentiert, ne? Achso, das ist Wein und das ist Schnaps. Aber Jonathan ist sofort da und macht. Gut, das heißt, Alkohol ist auch auf dem Weg. Mal schauen, ob das gärt. Aber beim nächsten Mal geht es eher darum, wir bräuchten mal Tiere. Und für heute ist es ganz einfach so. Während Etheldrade, Etheldreda weiter schneidert, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.